Heute hat sich der Untersuchungsausschuss konstituiert. Für uns als CDU/CSU ist es wichtig, dass wir Transparenz herstellen, dass wir die Vorwürfe bezüglich der Beraterverträge beleuchten, ins Auge fassen. Die Beweisanträge sind heute im Ausschuss einstimmig angenommen worden. Für uns als Union ist es wichtig, dass wir die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr immer im Auge haben. Das ist unser oberster Auftrag. Wir werden diesen Untersuchungsausschuss konstruktiv jetzt begleiten. Wir stellen fest, dass die FDP sich hier der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Grüne bedient. Für uns ist wichtig, dass wir konstruktiv diesen Untersuchungsausschuss angehen, um deutlich zu machen, wir wollen Transparenz und wir wollen die Vorwürfe aufklären. Am Ende geht es darum, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sicherzustellen, damit die Bundeswehr bestmöglich ihren Auftrag auch erfüllen kann. Das große öffentliche und mediale Interesse an der heutigen Konstituierung des Untersuchungsausschusses zeigt der AfD-Bundestagsfraktion, dass in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass die Bundeswehr schlecht geführt wird und dieser Untersuchungsausschuss zwingend erforderlich ist. Es wurde an der heutigen konstituierenden Sitzung aber auch festgestellt, dass aufgrund des Untersuchungsgegenstandes und der damit verbundenen Zeugen, die erforderlich sind und geladen werden müssen, das Ziel bis zum 31.08. diesen Jahres mit dem Untersuchungsausschuss durch zu sein, wohl kaum zu halten sein wird. Die Freien Demokraten sind sehr zufrieden, dass wir zu diesem Punkt gelangt sind. Sie erinnern sich, dass die Regierung CDU, CSU, SPD dieses Verfahren sehr lange versucht hat zu verhindern. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt nach vorne schauen. Unser originärer Auftrag ist, sich um die Bundeswehr zu kümmern. Unser originärer Auftrag ist es aber auch, dass die Strukturen so funktionieren, dass sich nicht Berater im Ministerium es gemütlich machen. Beratung ist gut, externe Expertise kann sehr hilfreich sein, entbindet aber nicht die Ministerialbürokratie, ihrem Auftrag nachzukommen, für die sie nämlich eingestellt worden ist. Insofern werden wir jetzt in diesen Ausschuss gehen. Und das Zeitlimit, es gibt ein Zeitlimit. Wir werden sehen, ob wir damit hinkommen. Das wird auch etwas damit zu tun haben, wie weit die Zeugen auch bereit sind, auszupacken oder ob weiterhin gemauert wird. Das wird die Frage sein. Trotzdem ist es unser Anliegen, sehr zügig, sehr konzentriert die Sache aufzuklären, damit wir uns vielen anderen Dingen, die die Bundeswehr betrifft, auch weiterhin gut umsetzen können.